Nur sie allein. Die Jungfrau von Adam. Gerissen. Und wenn Saskia nicht wieder gesund wird, wer richtet dich dann? Ich glaube, dass es gelingt, sie zu heilen. Aber wenn es die Götter anders bescheiden, versammeln wir den Rat der Weisen, der ein gerechtes Urteil fällt. Hört, hört! Dies ist eines Herrschers würdig. Ich wurde euch zum Vorbild gegeben. Meine Taten sind die Flammen, die eure Dunkelheit erhellen. Ja. Du hast wohl vergessen, dass du mich in deinem Gemach bestechen wolltest. Was sagst du dazu, Schweinerüssel? Beleidigung! Das hat aber niemand gehört, Hexer. Du Verräter. Das Gericht soll entscheiden. Ob der Fürst nun schuldig ist oder nicht, wir dürfen ihm ein gerechtes Urteil nicht verweigern. Und werden die Bauern den Fürsten anhören, wenn sie ihn in die Hände kriegen? Oder knüpfen sie ihn am nächsten Baum auf? Reißen sie ihn in Stücke? Und wenn wir Selbstjustiz einmal zulassen, was dann? Wenn sie sehen, dass man das Recht mit Macht auf seine Seite zwingen kann? Wer garantiert, dass sie sich nicht rächen wollen für wirkliches Unrecht und für eingebildetes? Wer schützt dann die Menschen, deren einzige Schuld darin besteht, dass sie von edler Abkunft sind? Wohin führt uns das? Was ist das für ein Philosoph, ey? Die Bauern sind zornig. Einen offenen Angriff haben sie nicht gewagt. Aber sie werden Stannis nicht vergessen. Jedenfalls nicht, bevor Saskia wieder zu sich kommt. Ordnung hält sich nicht allein durch Gewalt. Es sei denn, die Gewalt ist groß genug. Hier ist Autorität gefragt. Und königliches Blut. 5 Quart davon verschimmeln gerade im Zwergengefängnis. Hänselt gibt es auch noch. Es wäre doch der blanke Irrsinn, sich mitten in die Geister zu stürzen. Einfacher wäre es, Stannis zu rauben. Nein, alles, was wir mit Stannis tun könnten, würde Unruhen bedeuten. Ich habe die Nase voll vom Gekläff zwischen Bauern und Adel. Saskia ist die beste Anführerin, die ich kenne, aber mit diesem wüsten Haufen kann auch sie Hänsels Armee nicht bezwingen. Ich werde Verstärkung holen. Wo? Im Osten warten 4 schlafende Kommandos der Skoyatel. Es ist Zeit, sie aufzuwecken. Wirst du rechtzeitig zurück sein? Das muss ich. Dann geh. Allein. So. Ich muss leider eine kurze Pause machen, Leute. Ciao. So, wir können weitermachen. Wo ist Triss? Ich sprich mit Philippa Einhardt. Okay. Ich hab ein Level Up. Level 20 schon. Oh Mann, nicht geil. Ich glaube, ich bin damit jetzt fertig. Mit dem Pfad des Kriegers, des Schwertes, was ihr auch immer wollt. Und ich mache jetzt wahrscheinlich in dem Zeichenpfad weiter. Oder aber auch hier. Umlenken von Pfeilen, naja, mich schießt ja nicht so oft jemand an. Also Zeichenschaden plus 5. Stufe 2 des Artzeichens. Yo, Zeichenschaden. Energie plus 1. Oh, das ist ja richtig geil. Da habe ich 3 Balken für Dings. Für Zeichen. Jung, gibt's ja auch etwas Interessantes. Wo bin ich hier? Fang was ordentlich! Oh, leck mich. Im Rattenfänger rede ich nicht, ich bin Hexer. Das Gesicht fahl, die Lippen schwarz. Jung. Renne! Wie schwul die sind, ey. Sei gegrüßt. Hexerchen! Hexerchen. War schon wieder falsch, wa? Ich wusste es. Lasst sie nicht sterben, Fatgern.
Was heißt Fatgern? Ich würde gern wissen, was sie zu mir sagt. Fatgern. Hast du nochmal drüber nachgedacht? Ich bin unentschlossen. Was gibt's da zu zaudern? Wie war denn jetzt los? ja. Ich habe versucht, Triss aufzuspüren. Okay. Aber das Megaskop funktioniert in diesem Nebel nicht. Ich fand nur ein schwaches Signal. Irgendwo aus der Nähe. Sicher von der anderen Seite. Im Lager von Catwin? Du wirst nachsehen müssen. Der Nebel ist voller Geister. Ich helfe dir. Ich kontrolliere ständig das Schlachtfeld und lenke dich in die richtige Richtung. Sobald du den Nebel betrittst, finde ich dich. Dann auf Wiedersehen. Wir haben immer noch kein Königsblut. Ich weiß. Hänselt. Wir brauchen sein Blut, nicht seinen Tod. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Ich bin kein Königsmörder. Ich will da mitmachen bei diesen Spielchen. Hallo. Yeah, tschüss. Geh auf die andere Seite des Geisternebels. Aber ist das jetzt wirklich wichtig? Ich meine... Ewige Schlacht, eine Frau auf dem Tod. Ich mach's einfach mal. Was ist das? Es trägt ein grünes Mäntelchen, sitzt den ganzen Tag im Gebüsch die und fängt fette Fliegen. Ein Elf? Ja, richtig, die haben 200 Euro gewonnen. Ich würde gerne noch mit Soltan sprechen. Wo ist Soltan, die fette Sau? Soltan. Der wird ja bestimmt ein dritter Sport hier irgendwo sein. Was ist dieser Hexer denn für einer? Was ist denn los? Er zieht umher und jagt Monster für Geld. Hallo. Und Geralt, der erste Schluckspecht der Hexergilde. Endlich kann ich mit einem trinken, mit dem ich auch quatschen kann. Hast du so wenig Gesellschaft? Was kann mir Japen denn schon erzählen? Da höre ich lieber einem Pferd beim Furzen zu. Spielt man hier Würfel, kann ich das freie Werk halten. Wo kann man denn hier würfeln? Beim Gehilfen des Schmieds. Bisher hatten wir noch keine Gelegenheit, über ein freies Land im Pontartal zu sprechen. Stimmt. Glaubst du an Saskias Ideale? Fragst du mich, ob ich an das glaube, was sie sagt, oder daran, dass sie Erfolg hat? Beides. Saskia ist aufrichtig, so viel ist sicher. Aber ob wir es schaffen? Wir werden es nicht erfahren, wenn wir es nicht versuchen. Jetzt erwartet uns eine große Schlacht, in der Elfen, Zwerge und Menschen zusammenhalten. Das ist von allem das Beste. Und das Zerbrechlichste. Nichts bringt einander so nahe wie gemeinsames Sterben. Ich glaube, dass die Überlebenden den Tod ihrer Kampfgenossen ehren werden. Wenn sie denn siegen. Selbst wenn nicht, Nachrichten verbreiten sich wie der Wind. Nach uns werden andere kommen. Keine Spur mehr vom Königsmörder. Hast du vielleicht was gehört? Nach Vergen kann niemand gelangt sein. Wir passen Tag und Nacht auf. Und wen sollte er hier wohl suchen? Stannis? Warum willst du den Königsmörder unbedingt fassen? Leto weiß viel von mir. Vielleicht kann er mir gewisse Dinge erklären. Willst du wirklich den Kopf riskieren, nur um zu erfahren, was früher mal da drin war? Das ist es wert. Hast du bemerkt, wie sehr Jorvet sich verändert hat? Inwiefern? Ist sein Arsch von Saskias Essen fetter geworden? Früher war er der Todfeind der Menschen. Jetzt kämpft er mit ihnen um die Freiheit. Erstaunt dich das nicht? Nur eine Harpie ändert ihre Ansichten nie. Ich kenne mich mit Elfen nicht aus, aber ich schätze, er hat sich in Saskia verguckt. Jorvet? Bei der Bereitschaft.